So, hallo, hier ist der Phil Hollister. Heute im Doppelinterview hier in Hamburg bei Brunos im Mr. B Shop. Wen habe ich denn hier? Den Christian, das weiß ich. Aber du bist der amtierende? Mr. Leder Hamburg. Mr. Leather Hamburg. Christian, wie kommt man denn dazu überhaupt? War ganz witzig. In meinem Fall war das, einer meiner besten Freunde war Mr. Leder 2015. Er hat gesagt, es war so cool, beste Freund, ich habe so viele Leute kennengelernt und die Szene ein bisschen verstärkt und coole Sachen, Spaß gehabt. Spaß gehabt, aha, darum geht's. Unter anderem natürlich, Spaß muss sein, sagt man. Ne? Und dann habe ich ja gesagt, ja, warum nicht? Wir haben uns ja letztes Jahr getroffen zu meinem Geburtstag. Und er sagt, da komm, ich werde dann Harry texten vom Verein, vom MSC. Hat er geschrieben und habe mich mit ihm getroffen und ja, hat gesagt, komm, ich kandidiere es. Er zeigt auf Harry, weil Harry ist heute an der Kamera. MSC, erkläre ich kurz, Motorsportclub Hamburg. Und Harry ist gleich nochmal vor der Kamera und dann erzählt er ein bisschen mehr über den MSC. Ja, aber erzähl mal, wie wird man Mr. Leather? Das ist ganz klasse. Ich glaube, so wie es normalerweise funktioniert, es gibt zwei, drei Kandidaten. Es wird gewotet, es gibt eine Wahl. Alle Teilnehmenden, zum Beispiel zu meiner Wahl, waren glaube ich 150 Teilnehmer in etwa. Aus Hamburg? Nein. Also es kommen auch einige von Hannover, Berlin, aber zur Party, zu meiner Wahl waren 150 in etwa, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht ein bisschen mehr. Und da kriegt jeder eine Marke. Dann muss sich jeder vorstellen, dann wird man auch interviewt, so witzige Fragen auch vom Publikum, ne? So ein bisschen pikante Fragen, muss man dazu sagen, manchmal auch überraschende Fragen. Und es ist ja, wie du dich ja präsentierst und musst du auch vor allem auch einen Plan haben. Also was du dir vornimmst. Ne? Also okay, eine pikante Frage. Auf was stehst du? Auf was stehe ich? Auf Leder. Nur? Ich mag gerne Normalos, also auch ganz normale, so der wie sagt man so, Nachbarn-Look, ne? Also das mag ich auch sehr gerne. Der Junge von nebenan. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wusste ich, weil wir hatten vorher schon gesprochen. Aber finde ich cool, weil ich dachte so, dass die Lederszene vielleicht nur so gerne so unter sich, aber das geht durchaus auch, dass man selbst in Leder ist, aber dann vielleicht auf dem Twink steht oder so. Sowas von. Also in meinem Fall zumindest. Also ich mag schon sehr gerne. Ich meine, Leder habe ich getragen schon seit ein paar Jahrzehnten. Ne? Und für mich ist Leder wirklich Alltag. Also ich trage Leder fast jeden Tag. Ich fahre auch zur Arbeit mit dem Motorrad, das weißt du, ne? Und da trage ich auch, ne? Also kommt das auch so generell so, dass, weil du auch Motorrad fährst? Genau, also das ist eigentlich eine sehr schöne Schnittmenge, aber Fetisch ist klar. Also es ist nicht nur Funktion in meinem Fall, sondern auch so, schon geil, ne? Es ist so, wie es sich anhört, wie es riecht, wie es sich anfühlt. Also, das wollte ich eigentlich fragen, aber er kommt schon selbst damit raus. Ja, was ist denn jetzt hier so geil am Leder? Was ist geil? Also ich glaube, die Haptik ist mega. Also manchmal erwische ich mich selbst, ich wollte sagen, auf der Arbeit, nee, woanders. Also ich bin keine, sagen wir mal so, beim Essen oder sonst. Und ich fasse mich an, ne? Und es war ein Moment von, ach, schön, mich so selbst anzufassen. Ist nicht so mein Oberschenkel, sondern das Leder an die Haut. Also besonders für Singles scheint Leder sehr gut zu sein, um sich selbst anzufassen. Also, ja, kann man das sagen. Also das ist quasi die Haptik, ja. Die Optik. Also wirklich dieser schöne Glanz, ein sehr, sehr natürliches Material, das viel reflektiert. Mhm. Und das hat auch irgendwas, ich meine, das ist längst nicht mehr angefettet worden, aber das finde ich sehr schön. Dann kommen noch, also sehr sensoriell, ne? Auch so Geruch. Ne? Das und es sieht natürlich männlich aus. Ne? Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor, dass viele sich dann noch männlich, ich meine, mit einer Lederklamotte kann man ja gar nicht unmännlich gehen, oder geht das? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, das mit männlich und weiblich und feminin und maskulin. Ich glaube, jeder soll einfach sagen, wie er mag. Aber normalerweise ja. Also ich würde sagen, Leder hat eher so männliche Attribute. Ne? Also so von Stärke, von Schutz, vom Panzer. Also so, ne? Sogar wie das geschnitten wird, dass du ein bisschen breiter wirst. Wir lassen uns da einfach mal überraschen, weil bisher hatte ich so den Eindruck, dass es eher so der männliche Habitus ist, so wie du gesagt hast. Aber wir leben in neuen Zeiten, wer weiß, vielleicht gibt es da auch mal ganz andere Kombinationen. Ne? Bin gespannt auf die Zukunft. Ich sehe heutzutage so Lederhemden, die rosa sind, lila sind, ne? Und davon daher, ich glaube, das ist nicht mehr so streng gehaftet oder behaftet, wie es war, sondern ich glaube, es ist ein bisschen lockerer. Nee, da hast du durchaus recht, das glaube ich auch.
Was sind die Aufgaben eines Mr. Leathers? Also an sich sind die Pflichten nicht viel. Es ist, also wenn man so als Pyramide betrachten würde, ne, du hast ja quasi drei Basics. Ne? Also das erste, du musst ja beim Folsom dabei sein, also weil ich repräsentiere den Verein, also den MSM Motorsport Club Hamburg, muss bei Folsom sein, bei Easter Berlin und beim CSD, also bei der nächsten Wahl oder CSD. Also das sind quasi die drei Termine, wo man dabei sein muss. Und alles andere, das ist quasi Basis der Pyramide, mhm. Und der Rest ist eigentlich on top, ist, was du dir vornimmst. Ne? In meinem Fall, soll ich sprechen? Was ja, ich gerne, mir? Ja, gerne, gerne. Ich habe mir zwei Sachen vorgenommen, und zwar, das war quasi meine Kampagne, als ich mich präsentiert habe und kandidiert habe. Das erste war das, ich möchte andere Leute inspirieren, ja, und sagen, hey, komm, ermutigen. So, es kostet ja Mut, das erste Mal wirklich sich in seinem Kluft, in seinem Rubber oder seinen High Heels, ne, wirklich rein, zu schmeißen und sagen, hey, ich gehe raus. Mhm. Mir hat es gekostet, damals, als ich so 20 Jahre alt war, aber es lohnt sich. Ich finde, also durch dieses Ausleben von deinem eigenen Fetisch, von deinen Hobbys, deine Passion, lebt man freier. Mhm. Lebt man freier, lebt man glücklicher. Und ich möchte mit meinem Beispiel, ich meine, ich bin nur ein Hamburger Meer, ne? Aber ich möchte mit meinem Beispiel sagen, hey, es ist schöner, wenn man dazu steht und sagt, hey, Welt, das bin ich. Ne? Welt, schau mich an, das auch bin ich. Also nicht nur das, sondern das auch. Und mein zweites Ziel war das ja, ich wollte mehr Sichtbarkeit zur Hamburger Community geben. Weil man, wir kommen wirklich so von Jahren, wo Hamburg wirklich so ein zentraler Punkt war des Fetisches. Also es war, kam so keine, ich glaube, so 4000 Jungs auf dem Schiff und ja, von ja, überall her. Und jetzt ist ja so kleiner geworden. Und eine meiner Ziele war das, ich möchte Sichtbarkeit geben. Und dafür habe ich mich eingesetzt. Ne? Ich hab schon ein paar Termine besucht. Und vor allen Dingen habe ich ein Event hier schon gelauncht, auch mit dem Support vom MSC und vom Bluff. Das erste Leather Social Hamburg. Okay. Und es ist super angekommen. Also super. Es ist schon die zweite Aufgabe war das jetzt im Januar. Jetzt kommt es im März. 50 Kerle hatten wir das letzte Mal. Knapp 50 Kerle. Alles wirklich so top angezogen. Und das Feedback, also die Resonanz ist genial. So wie, boah, gerne. Das haben wir gebraucht. Und einfach zu sagen, hey, eigentlich sind wir schon eine Community. Nur, dass wir uns immer nur in Hamburg, in Berlin getroffen haben. Ne? Aber jetzt auf einmal hier zu sagen, es fühlt sich gut an. Also wir sind die Hamburger. Ne? Und das ist ein schönes Gefühl. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Also ich muss sagen, da haben die einen guten Mr. Leather sich ausgesucht. Reden kann er super, er kann gut verkaufen. Wir machen auf jeden Fall nochmal ein Interview, vielleicht beim CSD oder so, weil sonst wird das hier echt zu lang. Aber ich fand es sehr interessant. Vielen Dank. Das freut mich. Vielen Dank. Und viel Erfolg in diesem Jahr. Dankeschön. 6 Monate nur noch.